Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei die 5 minus 1. Wir sind immer noch zu viert. und wie Sie hier stehen, die Xyra, der Avonacho und der Nordisch und meine Wenigkeit. Hallo. Hallöchen. Guten Tag. Moin, moin. So, wir haben gleich vier und dann gehen wir runter und laufen nach Hause, ne? Und Avon hat eine Runde Bier spendiert für uns alle, damit wir schneller nach Hause laufen können. Mhm. Das ist sehr gut. So war das gedacht, genau. So, mal in die Richtung. Dann, dann loot ich nochmal eben kurz die. Yep, gut, dass ich noch Taschenplatz frei hatte. Ich habe jetzt nochmal irgendwie 900 Gaskanister aufgenommen. Na super. So, ich flitze jetzt durch nach Hause. Und ich habe den falschen Buff gekriegt. Ja, mach doch. Wieso bei kann man gibt es Gas? Kann man den falschen kriegen? Ja. Wieso? Ich habe gerade ein Bierchen getrunken und meine Stamina geht nicht hoch. Ich habe Bierbass. Zwei Stamina every. So ein Bierlast müsste das sein. Ja, habe ich auch. Ja, dann müssen die auch hochgehen. Nee, da gibt es auch den Gegenbuff. Aber doch nicht nach dem ersten Bier. Aber ja, pass auf, dann gebe ich dir hier. Komm. Ich vertrage halt nicht viel. Bleib hier, bleib stehen, Avo. Bleib stehen. Wo denn? Bleib stehen. Hier, nimm mal das auf. Für dich. Soll ich jetzt dein Bier trinken? Nein, das ist kein Bier. Hilft auch. Hast du aufgenommen? Wo ist denn? Ach, Jukka. Ja. Okay. Ja, ich bin jemand, der nicht viel verträgt. Mach dich allerdings nicht durstig. Ne? Also es gibt dir 15 Hydration dazu, aber wenn du jetzt schon ganz voll bist, ist natürlich schlecht. Nö. Durch das verbrannte Biom bin ich ja ganz nett erwärmt. Ich habe da auch mal so eine Theorie gehabt, dass man, wenn man schwitzt, dass man durstiger wird. Ich weiß aber nicht genau, ob das stimmt. Doch, das ist so. Das ist so. Ah ja, okay. Ups. Nordisch. Oh, ernsthaft? Nordisch, weg da. Rechts von dir. Danke. Ich laufe einfach. Ich glaube, in deinem Fall ist das auch gar nicht mal so schlecht. Wie meinst du das? Na, wenn ich so ein bisschen sehe, ne? Sie können ja nicht die Augen schließen, so nackig wie du bist. Ja, ich blende sie mit meiner Nackigkeit. Brillanz. Aber du bist auch schon wieder bei uns oder an vorbei? Ich bin im Grün. Ja, du bist jetzt an unserer Höhe, genau. Dann laufe ich auch mal weiter. Weil ich möchte halt einfach auch nur schnell nach Hause, wenn es geht. Ja, ich auch. Jetzt bin ich dummerweise nicht mehr durstig. Ich kann keinen Jucker mehr trinken. Das ist schwierig. Aber das ist lustig, ne? Der Jucker. Da gibt mir mehr und das Bier hält meine Stamina einfach nur. Na Moment, wenn es das... Ja, normalerweise kriegt man ja zwei Stamina pro Sekunde. Also man kriegt genauso viel, wie man verbraucht durchs Laufen, stelle ich gerade fest. Ja, ich muss mir auch erstmal irgendwie ein bisschen wieder kühler werden. Also ich bin gerade sehr langsam unterwegs. Du bist... Wenn jetzt, Zombie kommt nicht gut. Bei mir geht es aber auch rapide jetzt runter, also... Ja, bei mir geht es auch ein bisschen runter. Lauft, wenn ihr weiterlauft, genau auf dieses schicke Haus mit der Schmiede zu. Da könntet ihr es uns auch Rast machen. Da bin ich schon vorbei. Na, du bist ja sowieso im Alkoholrausch. Ich fliege hier gerade nach Hause. Ich gucke jetzt nochmal, ob das jetzt mit dem Bier funktioniert. Ja, du meinst, wenn dir nach dem ersten schon schlecht war, gibst du ein zweites hinterher und guckst nach, ob du besser laufen kannst. Und das lügt. Und das lügt. Ja, das geht. Und das lügt. Ja, super. Das finde ich gut. Das ist wie wenn ich Weizen trinke. Das erste schön langsam, das zweite ist egal. Ich habe ja, ohne einstimmen hätte ich was gesagt. Aber einmal schnell was trinken und dann kann ich gleich das zweite Bier hinterher schmeißen. Was trinken? Oh, 114 Grad. Ich habe doch gar nichts an. Wieso ist denn die Wirkung schon weg von dir? Ja, bei mir ist schon weg. Gut, Tatsache, bei mir ist die Wirkung auch weg, stelle ich gerade fest. Und dann nehme ich erstmal einen Tee, damit ich nicht mehr ganz so durstig bin. Boah, Yoga getrunken, 1 Grad, habe ich dadurch gewonnen. Oh, das ist aber gut. Das stimmt, was du würdest dich damit einreiben. Ja. Das Dumme ist, jetzt nutzt mir der Bierbab nichts, weil ich zu heiß bin. Kannst du noch was ausziehen? Nee, ich bin ja schon nackig.
Er könnte seine Shorts noch ausziehen, aber ich glaube, das aber ist nicht gewünscht. Klamotten, ich habe Klamotten an und ich kühle mich hier im Waldbiom jetzt gerade schon auf 85 Grad Fahrenheit runter und es fällt rapide und ich habe ja wirklich Klamotten an. Gut, ich habe auch ein Bandana an und einen coolen Armeehelm. Ja, ich habe also nur meinen Schnäuzer. Ich bin nackig, ich habe Bandana und aber es kühlt sich trotzdem runter. Und Footballhelm, also, aber ich bin auf 88. Ja gut, aber meine Temperatur fällt noch weiter. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe beim ersten Mal auch ein bisschen länger gebraucht. Ich bin jetzt bei 84, 30, 20, 10. Ich bin jetzt bei 112. 0, 90. Ach, vielleicht war auch das bei dem ersten Bier schon der Grund. So, das Vorlinghaus ist auch schon abgelootet. Ach, da warst du drin? Ich denke, du kannst nichts mehr aufnehmen. Doch, ich hatte doch in der Nacht noch was weggeschmissen. Wirklich das Nötigste, was ich noch so dabei hatte. Und außerdem hatte ich auch noch ein paar Sachen an Xyra gegeben, dann noch das Holz an Abo. Ja, das ist Ich frage korrekt. Mich, Abo, hast du jetzt eigentlich die Höhlenmarkierung nochmal wiedergefunden, Abo? Ja, da habe ich schon längst wieder markiert. Ah, das ist gut. Hatte ich ja noch direkt in der Folge gemacht. Oh, was ist denn das? Aber das war auch relativ nah an der Stadt dran, ne? Oder mehr bei uns? Oder? Nee, eher mittig irgendwo. Eher mittig. Dann habe ich gute Chancen, dass ich jetzt gleich reinfalle, würde ich sagen. Nee, du bist rechts daneben. Also weit rechts daneben. Okay. Ich bin ja einen direkteren Weg gelaufen, wie ich ein zweites Mal zurückgelaufen bin. Eigentlich laufe ich auch direkt Luftlinie. Jetzt... Hinter Xyra. Aber Xyra hat so einen Vorsprung. 111. Ich sag ja, ich flieg nach Hause. Oh Gott, war das doch ein Bär? Nee. War nur noch. Oder ein Schwein. Ich weiß nicht, ich lauf lieber weiter. Ich bin gelaufen und dann habe ich so einen Schatten gesehen. So einen beigefarbenen Schatten. 2 Meter rechts von mir. Und okay, dann stehen zu bleiben und sich umzudrehen, ist natürlich jetzt auch eine blöde Idee, um zu gucken, was war denn das jetzt für ein Schatten? Und habe ich wieder nur einen Schatten gesehen, habe ich mich verjagt. Aber dafür habe ich jetzt richtig viel Luft eingeatmet. Irgendjemand habe ich eingeholt. Jo, ich. Das könnte nordisch sein. Aber ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also ich kühle immer noch weiter runter. Ich habe jetzt schon 6 Grad verloren. Mann. Das kann ja... Oh Gott. Ihr müsstet doch eigentlich auch kühler werden. Ja, also ganz langsam, ne? Ich bin jetzt bei 80. Naja, gut, 81 eher. Oh, Schwesterchen. Warst du doch mal bei 89, das ist doch nicht langsam. Ich bin 87. Ich bin jetzt auch erst bei 77 angekommen. Oh, ernsthaft? Ich meine, dass mir kühler ist als dir, liegt an den Klamotten, aber dass ich, wir müssten ja eigentlich... Ich bin nackt. Die schon dumm. Dachte ich mir, ich dachte mir. Ob ich noch Platz habe? Ja. Wir müssten ja gleich schnell abkühlen, ne? Ich hatte ein Gläschen. Das Schwesterchen. Ja. Ein Gläschen kann ich noch aufnehmen, ja. 4 Stück habe ich noch Platz. Wenn jetzt weiß, dass du da nackig vor mir entlang rennst, wird mir auch wieder ein bisschen wärmer. Fällt mir auf. Aber wo ist er denn? Gute Frage. Ist nur ein Glas gewesen. So, jetzt ist mein Bierbuff auch vorbei. Bist du noch da? Ich sag, zwei Bier reichen nun mal nicht bis nach Hause. Ne? Nee, ist aber so. Sie helfen. Ich würde es so geil finden, wenn die hier einen Taxi-Service oder sowas oder eine Tram oder sowas. Einfach reinsetzen, zur Stadt fahren. Okay, das dauert mir jetzt zu lange. In der Zwischenzeit was craften oder so. Huch! Oh Gott, ich noch weiter. Schwein. Was? Ja, ich lauf auch schon weiter hier. Ich habe hier ein Athletenschwein. Ich habe eben im Wasser ein Schwein erschossen und das ist nochmal richtig schön hochgesprungen. Oh, hat eine Schraube gedreht und dann... Ich sehe nordisch seinen Säulenbau schon. Also man merkt schon, dass wir ziemlich weit auseinander sind. Ich habe hier echt so Frame-Einbußen. Ach so, echt? Okay. Ja. Hier geht's eigentlich noch. Nein, Zombie! Ja, Becker, kannst du dich noch dran erinnern, die ersten 3 Folgen, die wir zusammen gemacht haben? Ja. Da hattest du so extreme Einbußen und ich hatte 0. Xyra, komm, lauf! Ich geb dir Rückendeckung! Ich kann ihn nicht sehen, er ist unter Wasser. Ja, ich hab ihn jetzt eben noch einmal getroffen, aber... Getroffen?
getroffen. Du bist auch Peter. Du bist auch Peter Maffay Fan, oder? Eigentlich nicht. Also ich habe früher als Kind habe ich ganz viel Tabaluga gehört. Weil du so sprichst, getroffen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum ich sowas tue. Ich weiß es selber nicht. Weil wir es können. Warum tust du sowas? Führer, du stehst bei mir als Offline. Ist das nicht lustig? Ja. Weiß nicht. Achso, erstmal nach Hause und auslernen. Ja, unbedingt. Wenn du aufs Klo musst, hock dich einfach irgendwo hin. Das wäre ja endleer. Das wäre ja nichts. So, 10 Minuten um, dann kann man noch ein bisschen was machen. Ja, erstmal nach Hause, ein bisschen leer machen und ein paar unschuldige Steine verprügeln, du mit meiner blauen gefundenen Pickaxe. Ich habe da einen Stein anzubieten bei mir am Bauplatz. Ja, der wird gleich komplett einmal pulverisiert. Ja, da möchte ich drum bitten. Hechelst du da? Da hechelt die an mir vorbei auf den letzten Metern. Hecheln sie, aber ich habe noch Tee dabei. Ich gewinne. Aber nicht, dass du gleich nackig auf dem Hirsch an mir vorbeireitest. Dann will ich mir aber echt Sorgen machen. Auf den letzten Metern. Und dann macht sie immer hui. Genau. Ich habe aber meinen Frosch nicht dabei. Mensch, mein schöner blauer Frosch. Mein hui. Ja, hui, Frosch. Ach, das war so schön. Mach bloß die Klappe zu, sonst kriegen wir gleich Schimpfe mit Abo. Ihr Klappe ist zu. Ja, die Türen, die müssen immer schön zu sein, nicht wahr? So. Jetzt habe ich das, jetzt sehe ich das nicht. Jetzt habe ich mir die Tür selber vor der Nase zugemacht. Das ist auch gut. So, ein paar leere Gläser. Dann packe ich die Federn und sowas packe ich jetzt mal hier rein. Die Ölfässer auch und die 1400 Benzinkanister, die wir haben, auch. Was haben wir dann hier noch? Ach, da waren ja schon Federn. Da waren ja schon Federn. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn Öl? Wir haben da auch schon Öl gehabt, oder? Haben wir ja, hier wo ich gerade dran bin. Oh, was heißt massig, aber. Echt? Dann sortiere ich, ich das gleich mal raus. Dann sortiere ich dann, weil das Öl hätte ich vielleicht ganz gerne auch da rein, wo. Weiß ich, so Öl und Duct Tape und so kann man doch eigentlich auch zusammen. Ich habe eine schöne Öl gefunden. Mal gucken, markieren. Und Öl-System, und Scrap-Table. Ich kann natürlich auch mit meiner Internetleitung zusammenhängen. Da, ach, da ist so viel Öl drin, alles klar. Wo haben wir denn dann Scrap Metal? Magnum, Duct Tape, Spring, Scheinwerfer, Gascan, Kleber. Packe ich mal. Ja, okay, war klar. Ja, ich bin hier gleich weg. Ja, ja. Das Tool und den Amboss, wo hättet ihr das gerne? Bald. Pack in die Schmiede. Ja, gut. Das Tool. Ja. Das Tool in die Schmiede. Den Amboss kannst du behalten. So. Also ja, wir können uns ja, du wirst ja eh wahrscheinlich da irgendwann mal eine eigene Schmiede haben oder so. Oder ja, auch nicht. Das ist geplant. Und, aber einen Amboss können wir uns ja auch herstellen. Einen Amboss können wir uns ja auch herstellen. Das ist ja, auch kein großes Problem. Was haben wir da? Ich muss gleich noch ganz, ganz viel Plantfiber besorgen. Mit Öl können wir werfen jetzt. Das so, ist nicht so das Problem. Eine blaue Pickaxe schmeiß ich mit. Die würde ich gern haben wollen, wenn ich keiner brauche. Ja, dann schmeiße ich sie im Wohnzimmer ganz links rein. Dann findest du sie besser. Im Wohnzimmer? Ja, da wo das Campfire und so steht. Das ist halt das Wohnzimmer. Genau. Aha. Da packe ich auch nochmal eine gelbe rein. Die ist aber nicht mehr gut gelb. So. Nicht mehr gut gelb? Dann packe ich da noch eine Schaufel rein. Und haben wir nicht in einer Kiste schon die ganzen Steinäxte drin? Ich packe noch eine 154er Wrench rein. Ja, da ist jetzt auch die Pick drin. So, haben wir hier noch Hunting Rifle, das kommt hier mit zu und das müssen wir irgendwann mal auseinandernehmen. Immer noch bei 103 Grad. Und das in diesem Biom. Aber schon wieder Federn in der Hand hier. So, okay, dann will ich mich doch mal nützlich machen, ja? Oder irgendwas Nützliches machen. So war es gemeint. Genau. Dann gehe ich mal raus. Ich glaube, ich brauche nicht mehr lange. Noch ein paar Kilometer. Das hoffe ich.
Ja, oh. Bis zum Folgenende sollte es dann geschafft haben. Am nächsten Morgen werde ich Flummi. So. Ja, so bis aber 9 Uhr, überleg mal. Also wir können den ganzen Tag noch was machen. Also so ja, bei das Tageslicht. Ist gut. Das ist eine gute Sache, ja. Ja, dank des Bierchens. Dank des Bierchens. Dank des Bierchens. Da das konnte Nicole endlich mal fliegen. Ja. So, ich mache mir gleich noch ein bisschen Jucca. So, mal gucken, ob gleich die Friends in der Ordnung sind. So, du kriegst noch einen Pfeil, du. Du Hund. Mit dem Sledgehammer komme ich echt nicht gut klar. Oh. Nee, denn der braucht einfach zu lange. Ja, der braucht sehr lange. Deswegen habe ich den bei mir. Da habe ich den bei mir auch immer gescrapped, seit der so lange braucht. Ja, ich will versuchen, mich damit mal ein bisschen einzuschlagen. Einzuschlagen, genau. Was immer noch gut ist, das ist der Spy Club. Der ja, ist immer der noch ist richtig gut. Aber ich habe das Buch für den noch nicht gefunden. Nee. Ich war in meinem Let's Play war ich in zwei Bookstores drin. In der großen Stadt sind gleich zwei Stück drin gewesen. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, das war das Ding. Ja, habe ich bisher auch noch nicht. Das kriegen wir hin. Irgendwann irgendwie. So. Jetzt ich bin immer noch bei 100, was zu essen. Ich bin immer noch bei 101, trotz Juckershaft und hast du nicht gesehen. Du läufst aber die ganze Zeit durchs grüne Biom, oder nicht? Jo. Und das ist eigentlich das kühle grüne ja. Biom. Sehe ich gar nicht. Komisch. Das finde ich, finde es wirklich merkwürdig, irgendwo, dass du da so groß bist. Zu Hause. Ja, schön. Willkommen zu Hause. So, ich werde gleich sowieso noch was essen müssen. Macht schon so. Mal eine kalte Dusche fertig. So, Xyra, ich trage dir jetzt mal deinen Stein da ab. Ach komm, lass mich in Ruhe. Zombie. Ja, ich komme auch gleich und helfe dir. Oh, der Meister ist schon die erste Stufe gewachsen. Wie schön. Bär. Wir haben ja echt wieder viele Zombies. Finde ich gut. So macht das Spaß. Wenn dann hier auch mal Gegner sind. Was immer. So. Ich wollte gerade raus und in dem Moment, wo ich zur Tür hochspringe, macht Avo sie zu und ich bin total gegengelaufen. Tut mir leid. Ich glaube, er hat mir die Nase eingeklemmt. Das tut mir richtig leid. Das ist der Stein, der hier weg soll. Alles klar. So. Ja, ich bin unterwegs. Ich warte mal eben kurz, dass ich Ausdauer kriege und dann töte ich diesen Stein. Oh. Ah, ich habe aber jetzt immer noch diese Frame-Einbußen. Schön liegen bleiben, Mistvieh. So, das letzte Bierchen tue ich da wieder mit in der Kiste. Den Honig essen. Auch mal. Will ich eine Wanderhorde? Nee, nur so, die Einzelzombies. Hey, nicht so schnell, junger Mann. Nicht so schnell. Bah. Oh, ich treffe ihn nicht, ey. Ich glaub's einfach nicht. Dann schieße ich ihn in die Brust. Dann dauert das halt 17 Pfeile irgendwie so, aber dann. Aber immerhin triffst du genau. Oh nee, ne? Ganz ehrlich, ist es unglaublich, ey. Der lag vor mir. Ich habe auf seinen Kopf gezielt. Und in der Sekunde, wo ich auslöse, spawnt vor mir ein Stück Holz. Was? Und fängt den Pfeil ab. Ja, bei mir, weil ich ja hoste hier, passiert mir das öfter mal, dass sich ganze Bäume einen Meter vor mir materialisieren. Hier passieren gerade merkwürdige Dinge. Was denn für merkwürdige Dinge? Es könnte sein, dass ich hier Problemchen bekomme. Ich verabschiede mich jetzt hier mal. Oh shit! Ich verabschiede mich jetzt hier mal eine Minute vorher, weil bei mir ist OBS gerade weit. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch aufnimmt. Okay. Er scheint es aber noch. Ich glaube, ich werde meinen Rechner einmal neu starten. Irgendwas ist fest. Oh, genau, dein Haus hätte mich fast gekillt. Wir sind ja sowieso dein am Haus Ende hätte mich einer fast Folge. Getötet, Nordisch. Mein Haus hätte dein Haus, gekillt. Ja. Warum? Ich würde mal sagen, dann beenden wir die Folge hier. Nein! Ja! So, falls plötzlich dein Haus ist plötzlich hinter mir aufgetaucht und hat sich angeschlichen. Ja, das ist ein Stealth-Haus ist das. Das, ja, miese Sache ist das. Ja, wollen wir dann
einmal kurz beenden, dann können wir nämlich ja machen. Ja, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und tschüss.